Der Petersdom in Rom bereitet sich auf das Heilige Jahr vor, das am 24. Dezember beginnt. Zum ersten Mal seit 250 Jahren wird der fast 30 Meter hohe Bronzebaldachin des Bildhauers Gian Lorenzo Bernini über dem Papstaltar restauriert. È tutto grande a San Pietro. È grande anche la sfida. Di conseguenza ne prendiamo atto. Gli angeli sul coronamento 4 metri. Però la presenza di patine, pesanti patine, l'accumulo di anni, la polvere, il particolato, ci obbligano a fare un ragionamento, ci hanno obbligato a fare un ragionamento conclusivo su questo. Die Kosten von 70.000 Euro tragen die Kolumbusritter, eine katholische Laienvereinigung. Trotz der Renovierungsarbeiten soll der Papstaltar weiter genutzt werden können. Schon vor dem Heiligen Jahr besuchen jeden Tag etwa 50.000 Menschen den Petersdom.